Und damit herzlich willkommen zu Park Beyond. Wie euch vielleicht auffällt, ich musste zwischen den Folgen, also ich habe ja eine neue Aufnahmesession, ich habe zwischen den Folgen die Qualität der Grafiken auf das Minimalste runtergeschaltet und nur Schatten und Kantenglättung auf Mittel, damit das hier noch nicht alles so komplett Epilepsie-artig rumflackert. Wie ihr hier auch an den Herz erkennt, das ist absolut nicht mehr rund alles. Aber, und aus irgendeinem Grund hängt die Achterbahn. Warum auch immer. Es kann sein, dass ich im Laufe der Folge das wieder hochschalte, aber momentan laufen weniger Programme im Hintergrund auf meinem Computer, als ihr das in der letzten Aufnahmesession gesehen hattet. Also zu dem Zeitpunkt liefen nämlich mehr Programme und es lief auf Epic-Modus. Warum auch immer er nach dem Spielstart erstmal nicht auf Episch laufen lassen kann, weiß ich nicht. Das ist anscheinend ein Problem meines Computers, denn das habe ich bei allen Spielen. Das hatten wir bei Landwirtschaftssimulator, das hatten wir aber auch bei Hogwarts Legacy. Wie gesagt, will ich hier einen Platz hinmachen. Hier soll ein schöner, schnieker Platz hinkommen, wo Fressbuden, aber auch der Wellenflieger hinkommt. Momentan sind wir 3000 im Plus. Das läuft also momentan. 90% Sauberkeit, weil das hier nie gemacht wird irgendwie. Und ich hoffe, die Aufnahme läuft für euch flüssig. Ich werde da jetzt kurz nochmal ein bisschen was umstellen und dann geht's weiter. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus? Wellenflieger. Ja. Ich erinnere mich noch so, letzte Folge, letzter Stream, hatten wir übelste Probleme mit dem Geld. Und jetzt so 47.000 und eine gute Bilanz. Und da kommen die Leute auch nach und nach alle weiter hier hin. Immer mehr Leute. Yay, da kommt die Achterbahn. Lol. Bitte. Und das inzwischen einer riesen Achterbahn. Nehmen wir den Stift. Mal so. Fun Fact. Der erste Wellenflieger wurde erfunden, als beim Bau eines Spielplatzes versehentlich Schaukeln auf einem Karussell installiert wurden. So steht's zumindest im Internet. Okay. Alles klar. Nicht alles, was im Internet steht, sollte man glauben. So. Was ist denn hier passiert? Warum steht das Eingangsschild in der Mitte? So langsam wird doch diese Ecke hier, würde ich mal sagen. Und die Leute, die halt rausgehen, gehen halt direkt zu den Essensständen. Das war jetzt nicht... Oder erstmal zur Toilette. Aber das ist sozusagen der Plan gewesen, dass sie das hier mehr in Anspruch nehmen. Wenn sie dann hier erstmal ihnen übel geworden ist, sich dann auf Toilette übergeben, können sie danach direkt irgendwie an irgendeinem Fressstand sich wieder was reinschaufeln. Das passt da perfekt hin. Oh. Okay, die Säulen tauchen wieder auf, sobald neu gestartet wird. Ich wollte nämlich was testen, ob ich hier in die Ecke einfach mal eine große Achterbahn bauen kann. Ich glaube, ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Es soll eine kleine Achterbahn sein, für den Vorgeschmack. Ich hoffe, dass hier am Anfang dann auch viele Leute dann dran gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.